Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Assassin's Creed 2. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Wir haben beim letzten Mal dem Rodrigo Borgia so ein bisschen eine Lektion erteilt. Allerdings hat er sich nicht töten lassen, sondern uns irgendwie den Edenapfel wieder abgenommen und den in den, Petersstab heißt das Ding, reingesteckt. Und wir müssen jetzt irgendwie einen Geheimgang finden. Wahrscheinlich mit Adlerauge. Da sehe ich doch schon was blinken. Ist das dieses Ding hier? So, interagieren. Sehr schön. Und hier soll der zweite sein. Auch da nochmal interagieren. Wie gesagt, ich vermute, wir nähern uns jetzt ganz stark dem Ende. Rodrigo Borgia eliminieren und den Edensplitter, die Edensplitter sogar in Besitz bringen. Alter Finne. Also das könnte fast von irgendeiner Einrichtungsshow sein mit diesem indirekten Licht. Sieht aber schön aus. Rechts oder links? Rechts oder links? Ich glaube, das ist vollkommen egal. Was ist das für ein Ort? So, hier darf ich dann noch nicht mehr sprinten. Oh, guck mal, wer da unten ist. Öffne dich, verdammt! Geh auf! Es ist vorbei, Rodrigo. Keine Tricks mehr. Keine antiken Artefakte mehr. Keine Waffen mehr. Mal sehen, woraus ihr gemacht seid, alter Mann. Na gut. Wenn du es so spielen willst. Wie jetzt? Faustkampf? Sehr schön. Bam und bam und da nochmal und da nochmal und da nochmal. Komm her. Weißt Arschloch. Du nicht, was da drin ist? Oder willst du sagen, so, Konton. Komm her. Komm her. Arschloch. Was nicht herausfinden? Es ist Gott. Gott lebt an diesem Ort. Was? Gott lebt an dem Ort? Ihr wollt, dass ich glaube, dass Gott unter dem Vatikan lebt? Das komm her. Wäre logischer als ein Königreich auf einer Wolke, nicht wahr? Immer schön in die Nüsse. Von singenden Engeln und Posaunenchören. Ein liebliches Bild. Doch die Wahrheit ist viel interessanter. Mal angenommen, ich würde euch glauben. Was glaubt ihr, tut er, wenn ihr die Tür öffnet? Das ist egal. Ich suche nicht nach Bestätigung, nur Macht. Und ihr denkt, er wird diese aufgeben? Was immer hinter dieser Wand ist, es wird sich Stab und Apfel nicht widersetzen können. Sie wurden erschaffen, um Götter zu fällen. Gott soll allwissend sein und allmächtig. Ihr glaubt, ein paar alte Reliquien können ihm was anhaben? Du weißt nichts, Junge. Dein Bild der Schöpfer stammt aus einem alten Buch. Einem Buch, geschrieben von Menschen. Ihr seid der Papst. Und doch lehnt ihr den zentralen Text eurer Religion ab. Bist du so naiv? Ich wurde Papst, weil mir das Amt Zugang verschafft. Es gibt... So, wie jetzt? Wolltest du nicht mehr weiterreden? Na komm. Ach, drücken. Ich dachte, man müsste jetzt einfach nur smashen. Haben wir den jetzt erwürgt? Oh nein! Oh nein! Es ist meine Bestimmung! Meine! Ich bin der Prophet! Das wart ihr nie. Dann bring es schon zu Ende. Nein. Euch zu töten wird meine Familie nicht zurückbringen. Ich bin fertig. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Requiescat in pace. Da fehlte das Bastardo. Hallo? Geheimtüren sind immer gut. Kann ich den jetzt hier noch looten? Im Maul des Wolfes. Synchronisiert. Also im Grunde genommen ging mir das ein bisschen zu einfach. Muss ich gestehen. Sequenz 14 beendet. Ja. Wie gesagt, das war im Grunde genommen war mir das ein bisschen zu schnell. Kann ich das Ding gar nicht mitnehmen?
Nö, anscheinend nicht. So. Wo bin ich hier denn gelandet? Kann mir das mal eben kurz einer erzählen? Also es sieht schon arg merkwürdig aus hier. Und auch hier überall wieder Zeichen auf dem Boden geschrieben. Ich weiß nicht, ob das Blut sein soll oder ob das einfach nur dieses... Ja, ich nenne es jetzt mal Adler-Augentinte ist. Aber ich glaube, das Spiel möchte, dass wir hier reingehen. Bin mal gespannt. Sei gegrüßt, Prophet. Es ist gut, dass du kommst. Zeig es uns. Wir sind dankbar. Wer bist denn du? Wir müssen reden. Wer seid ihr? Ich bin Phile. Als ich starb, war ich Minerva. Davor war ich Merva und Mira. Und noch viele davor. Auch die anderen. Juno, die vorher Uni hieß. Jupiter, der vorher Tinia genannt wurde. Ihr seid Götter. Nein, keine Götter. Wir waren einfach vorher da. Auch als wir noch auf Erden wandelten, haben die Menschen uns nicht verstanden. Wir waren Fortgeschrittener. Euer Verstand war nicht bereit. Auch jetzt. Vielleicht nie. Wer weiß. Ihr mögt uns vielleicht nicht verstehen, aber ihr werdet unsere Warnung verstehen. Ihr müsst. Nichts von dem, was ihr sagt, ergibt Sinn. Unsere Worte sind nicht für dich bestimmt. Wovon redet ihr denn? Hier ist doch sonst niemand. Genug. Ich wünsche nicht, mit dir zu sprechen, sondern durch dich. Du bist der Prophet. Dein Teil ist erledigt. Du repräsentierst ihn, aber sei bitte still. Wir müssen reden. Hör zu. Was? Als wir noch fleischlich waren und unsere Heimat intakt hatten, verrieten uns die Menschen. Uns, eure Schöpfer. Uns, die euch Leben gaben. Wir waren stark, aber ihr wart viele. Und beide wollten wir Krieg. So sehr vereinnahmte uns das Irdische, dass wir den Himmel nicht beachteten. Und als wir es taten, brannte die Welt, bis nichts außer Asche verblieb. Dann und dort hätte es enden sollen. Aber wir erschufen euch nach unserem Bilde. Wir schufen euch, um zu leben. Und das taten wir. Wir waren wenige. Von euch und von uns. Es forderte Opfer, Stärke und Hingabe. Doch wir erneuerten. Und als Leben in die Welt zurückkehrte, schwuren wir, dass die Tragödie sich nicht wiederholen würde. Aber nun sterben wir. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Aus Wahrheit wurde Mythos und Legende. Was wir erschufen, missverstanden. Lass meine Worte die Botschaft konservieren und unseren Verlust aufzeichnen. Aber lass meine Worte auch Hoffnung bringen. Suche nach den anderen Tempeln, erbaut von denen, die sich vom Krieg abwenden konnten. Ihr Werk beschützte uns, rettete uns vor dem Feuer. Wenn du sie findest, wenn du ihre Arbeit rettest, dann vielleicht auch diese Welt. Doch schnell, die Zeit wird knapp. Wappne dich gegen das Kreuz. So viele werden sich dir in den Weg stellen. Muss ich das jetzt gerade verstehen? Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Ich habe da auch nur ein, zwei, wenn ich mal so nebenbei, was?
Hä? Was zur Hölle? Das wollte ich auch noch fragen. Wie jetzt? Das Spiel ist auf einmal vorbei, oder was? Ich habe doch noch so ein, zwei bis sieben Fragen. Also das Ende war ein bisschen arg kryptisch. Stammt jetzt die ganze Menschheit von denen ab, oder sind die einfach nur, dass die Menschen sich entwickelt haben und die dann auf die Erde gekommen sind, um quasi das Leben zu entwickeln, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Oder? Na. Es sind nur etwa 10 Minuten. Mach meine ganze Ausrüstung bereit zu gehen, bevor sie. Desmond! Ja, ja. Gut, Sean. Du und Rebecca müsst hier drin alles zusammenpacken und in den Truck laden. Du und ich kümmern uns um die Templer. Sie sind hier? War nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Ganz ehrlich, es wundert mich, dass sie so lange brauchten. Gehen wir. Was zur Hölle? Was ist denn jetzt los? Anscheinend so eine Art Epilog, oder? Ich renne einfach mal der guten Dame da hinterher. Wir hauen ja ab und dann? Es gibt noch einen Unterschlupf hier. Wir kriegen Besuch. Okay. Der Truck Madame. Ist gleich vor uns. Ich sehe vor lauter Schrift nichts. Hilfe. Wo ist sie hin? Mr. Martens. Ach, er schon wieder. Welch unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, ich müsste noch mehr Männer an sie vergeuden. Schön, dass Sie mir den Ärger sparen. Was wollen Sie, Widdig? Dass Sie nach Hause kommen. Wir vermissen Sie. Wir haben noch so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass Sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Miss Stirne. Ich habe Ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Und so danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit Sie weiter Experimente mit Menschen machen. Ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh, das Argument wieder. Soweit ich weiß, waren sie dabei. Neben mir. Die ganze Zeit über. Das Blut klebt an ihren Händen, genauso wie an meinen. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. Okay, hier geblieben? Wo ist er hin? Hallo, Freunde. Bleibt mal hier, Penner. Ah. Wie, jetzt muss ich die alle kaputt machen, oder was? Hallo, ich will den Widdig zerstören, nicht die Heinis hier. Ich meine, ist ja schon interessant, dass man während des Abspanns dann noch so eine kleine Endsequenz da reinsetzt. Aber wie gesagt, das im Grunde genommen... Das reine Ende des Spiels hat doch schon ein paar mehr Fragen aufgeworfen, wie ich finde. Also da bin ich echt mal auf die beiden Nachfolger gespannt, auf Brotherhood und Revelations. Ob die Fragen lösen können, die sich gerade da gestellt haben. Also wäre mal echt interessant zu wissen. An sich, das Spiel hat mir sehr gut gefallen, muss ich dazu sagen. Bin sowieso so ein, ja, ich sag mal so, einer, der gerne Geschichte, beziehungsweise sich mit Geschichte sehr gerne beschäftigt. So. Und dementsprechend finde ich das Spiel eigentlich schon sehr schön, auch was die Korrektheit der Geschehnisse angeht, in Anführungszeichen. Also Ubisoft gibt ja an, dass das alles auf wahren Gegebenheiten basiert. Und ja, ganz real ist es doch nicht. So, wo ist jetzt Widdig? Komm her. Wieso kann ich den nicht? Doug. Jetzt gibt's nur noch Sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Miles. Solange Sie können. Desmond, wir müssen los. Okay, ich glaube mal, den sehen wir nochmal wieder. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond, wir müssen los. Darf ich jetzt auch? Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Versprochen. Das würde ich hoffen. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit.
Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los. Ich habe dich angeschlossen. Wird eine lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber vielleicht... Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch, könnte der Planet geologisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, wie hieß sie noch? Minerva, nicht? Sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Bänder an und du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay, am besten fange ich an. So, darf ich jetzt auch wieder was sagen? Danke. Naja, so wie gesagt, das Spiel an sich hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Hoffe ich, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Sehr interessant finde ich halt dieses, dass man wirklich während des Abspanns noch irgendwie so eine gewisse Endsequenz in Anführungszeichen spielen konnte. Aber das Finale gegen den Borgia war mir ehrlich gesagt zu simpel. Einfach nur ein bisschen draufdreschen, weiß ich nicht. Das, da fand ich das gegen den Al-Mualim aus dem ersten Teil noch irgendwie ein bisschen, ja, spannender will ich nicht sagen, aber fordernder. Aber naja. Mal gucken, was in den nächsten beiden Teilen passiert, also Brotherhood und Revelations. Und ja, vielleicht klärt sich das Ganze ja nochmal irgendwann auf, was jetzt genau da Phase ist. Und was auch diese Minerva überhaupt von uns wollte. Wie gesagt, ganz schlau geworden bin ich da nicht draus, was die gute Dame da erzählt hat. Und ja... Das wird sich, denke ich mal, alles noch rausstellen. Aber, naja. An dieser Stelle soll es das von Assassin's Creed 2 von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und euch hat das Projekt genauso gefallen wie mir. Hoffentlich versteht man mich überhaupt jetzt gerade, weil die Musik auch sehr laut ist. Also zumindest bei mir auf dem Ohr. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einem der nächsten Projekte wieder. Und in diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Ach ja, ich werde wahrscheinlich noch zwei Folgen hinterherhängen. Ich habe ja dieses DLC Grab dann noch im Spiel drin, was ich noch nicht gemacht habe. Das war die Familiengruft. Und ich denke mal, ich werde mich auch irgendwann mal auf die Suche nach den ganzen Federn machen. Das werde ich aber offscreen erledigen und euch dann einfach nur das Ergebnis zeigen. Und dann auch die letzte Waffe, also komplette Waffenarsenal, komplette Rüstung und... ja, wie gesagt, die beiden Teile werde ich noch nachhängen. Wird wahrscheinlich nicht sofort sein, sondern ein paar Tage später, je nachdem, wie ich es hinkriege. Aber wie gesagt, die beiden Teile kommen noch. Und da könnt ihr auch schon mal drauf freuen. Wie gesagt, die Familiengruft ist ein Uplay-Special, was ich mir durch Erfolge da im Spiel freigeschaltet habe. Und ja, wahrscheinlich kommt da jetzt gleich auch noch ein, irgendwie ein... beendet, Uplay, Trophäe oder weiß der Geier, wie das heißt. Und ja, dann soll es das jetzt aber von meiner Stelle aus gewesen sein. Hoffe, ihr hattet Spaß und in diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss.